Hey ho und willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit unserem Herzog Christopher von Schwaben und seiner allesgeliebten Frau, der Hildeburg von Schwaben. Die beiden haben sich gefunden, die beiden haben sich verliebt, die beiden haben mittlerweile 5 Kinder zusammen und haben einen steilen Aufstieg hingelegt. Und das sieht man nun auch in ihrer Standardbekleidung. Das ist doch schon sehr, sehr, sehr höfisch geworden. Und auch der Kaiser hat im vergangenen Part nun das neue Herzogtum Schwaben in der neuen Hand vom Hause von Hohenzollern anerkannt. Und dort machen wir jetzt auch weiter. Mir ist auch aufgefallen, im letzten Part ist vielleicht nicht ganz so viel passiert, wirklich nicht viel. Da muss jetzt ein bisschen mehr her. Es gibt jetzt auch gar nicht so viel zu berichten. Ich habe nur gesehen, hier dieser Bürgerkrieg ist verloren gegangen tatsächlich. Und der Vater von Rudolf von Augsburg musste abdanken, hat hier keine Chance. Ist hier als Kind mit 5 Jahren hier der Herrscher. Und das wird er wahrscheinlich nicht ganz so einfach haben. Schauen wir, wie das sich weiterentwickelt. Ich kann leider weiterhin kein Bündnis mit der Person machen. Das bleibt mir leider verwehrt. Ja, damit muss ich leben. Unser Herzog ist nach wie vor sehr, sehr, sehr angespannt. Nun, das wird sich aber früher oder später legen, würde ich sagen. Er kann sich auch hier einfach mal zurückziehen, um den Geist wirklich zu sammeln und von allen Gedanken und Sorgen zu befreien, muss ich mir selbst überlassen sein. Allein kann ich mich konzentrieren und heilen. Ich schließe die Tür hinter mir und trete in den ruhigen Raum. Ich atme tief ein und tief aus. Endlich finde ich meinen Frieden. Ein Verbündeter wird angegriffen. Gräfin Judith von Brixen wird angegriffen. Und zwar in einem Befreiungskrieg. Oha. Und ich würde sagen, da müssen wir sie doch unterstützen. Sie greift an. Ach so. Ach, von ihrem Herz. Ah, sie hatte. Ich glaube, sie war mal Herzögin, kann das sein? Da war sie auch sehr viel mächtiger. Man hat das Herzogtum verloren. Und nun wird hier rebelliert. Ein Befreiungskrieg. Okay, wenn sie das schafft, diesen Befreiungskrieg umzusetzen, werden die Vasallen autonom. Und ich würde fast sagen, hier werden wir gar nicht fragen, sondern direkt beitreten, diese Kriege. Wenn es denn geht. Ja, das geht. Das machen wir. Wir sind zwar schüchtern, aber das halte ich für absolut gerecht und legitim, dass wir das hier tun. Kriegen ein wenig Anspannung, heben unsere Truppen aus und lassen ihn diese Truppen durch unseren Johann von Tübingen Richtung Alpen marschieren. Ticken langsamer. Marschieren nun hier nach Süden. Unserem Wintersoldaten. So, ein Verbündeter tritt den Krieg bei. Graf Liebold der Dritte von Passau. Okay. Und hier tritt auch noch jemand bei, und zwar Herzog Gerhard von Jülich. Oh, ein sehr mächtiger Herzog, wie ich finde. Oh, damit sind die Kräftegleichgewichte wieder sehr, sehr ausgeglichen. Surprise. Okay, damit wird es doch ein sehr interessanter Krieg werden, vermute ich. Wenn wir jetzt dahin ziehen, dann würde es zur Schlacht kommen. Diese würden wir aktuell gewinnen, da wir mehr und bessere Soldaten haben. Wir haben nicht mal mehr, aber wir haben bessere. Vermutlich. Die jetzt hier mit reinziehen. Wollen wir diese Schlacht wagen? Uns wird hier proklamiert, dass wir gewinnen würden, aber wir hätten bloß einen besseren General. Dieser würde durch Wintersoldaten Bewegungstempo bekommen. Okay, das ist sehr, sehr schnell. Und tote Truppen in Provinzen werden durch den Winter beeinflusst. Johann wurde durch die bittere Kälte geformt und weiß, wie man sie zum eigenen Vorteil nutzt. Okay, ja, lass mal doch mal weitermachen. Ich kann auch mal kurz schauen, wer jetzt überhaupt hier mitkämpfen soll. Wir haben hier eine Gefangene, eine 2-Jährige. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Die werden wir mal sofort freilassen. Großeltern sind... Oh. Rudolf von Rheinfelden. Das ist eine Tochter von dem Haupterben. Oha. Für viel Geld, ne? Ich meine, das ist ein Kind. Einlassung verhandeln. Ja, Lösegeld fordern, ne? Wir hätten ein starkes Druckmittel gegen Maria von Rheinfelden. Das bringt uns nicht viel, ehrlich gesagt. Freilassung verhandeln, rekrutieren könnten wir sie. Ich glaube, das könnte eine durchaus gute Sache sein, wenn sie an unseren Hof kommt. Und da wird sie versorgt. Also zumindest nicht im Kerker leben muss als kleines Kind. Oh ja, diese Schlacht scheint
zu unserem Guten zu verlaufen. Und ich wollte eigentlich gerade noch ein paar Ritter verbieten, habe ich jetzt vergessen. Nun schauen wir uns, wie diese Schlacht ausgehen wird. Wir haben besseres Kriegsvolk und mehr Ritter mit dabei. Und einen viel besseren Anführer. Und führen die diesen ersten kämpferischen Auseinandersetzungen für unsere Verbündete dort unten im Süden. Und diese Schlacht gewinnen wir deutlich. Deutlich. Mal anschauen. Und auf unserer Seite, ja, 240 Tote, auch eine ganze Menge. Auf der anderen Seite fast 500. Und wir könnten jemanden gefangen nehmen. Und zwar Hauptmann Doman vom polabischen Trupp aus Stendal. Er liegt im, ja, dem Tode nahe, er verstirbt gerade. Wurde hier verstümmelt, hat einen kritischen Malus davon getragen. Okay. Verbündeter greift an. Ja. Werden wir untermauern. Mündel profitiert von Unterweisung des Ehepartners. Ja, unser Haupterbe Sigmund von Hohenzollern profitiert hier und die Wahrscheinlichkeit einer guten Ausbildung erhöht sich. Oh, ein sehr, sehr guter Verwalter hier. Er ist arrogant, gefühllos, fleißig und nachdenklich. Ja, kann viel aus der Person werden. Wir strecken uns jetzt hier erstmal den Gegner entgegen und wollen auch unsere eigene Kraft natürlich verteidigen und müssen ja auch ein bisschen darauf achten, dass der Gegner sich nicht vereint. Okay, jetzt marschieren hier nach Süden. Der Winterhäuser-Dart macht sich gerade sehr gut bezahlt, wie ich finde. Ah, marschieren nochmal nach Innsbruck, ist das, ne? Tirol, Innsbruck, ja, wahrscheinlich Innsbruck. Gehen hier in Bayern, bleiben da stehen, der Hauptstadt von Bayern, besuchen da im Endeffekt hier unseren Herzog Otto. In guter Sache, würde ich sagen. Der Hausmitglied wird wieder mal angegriffen, ja. 600 Mann. Naja, eigentlich nicht gewinnen. Und hier geht es tatsächlich direkt um die beiden Grafschaften. Herzogtum, hat er dann überhaupt noch welche? Er besitzt zwei und das geht genau um die beiden. Das heißt, wenn die beiden verliert, müsste auch das Königreich Jerusalem, ich glaube, zerstört werden? Bin mir nicht ganz sicher. Weil er keinen eigentlichen Titel mehr hat. Hm, werden wir sehen. So, wir sehen auch hier weitere Truppenbewegungen. Hier ist schon wieder ein Krieg. Verteidiger gegen das Herzogtum. Oh, okay. Genua greift die Lombardei an. Herzog Wolfram sitzt wahrscheinlich immer noch im Knast, oder? Nee, tut er nicht. Und wie sieht denn dieses... Oh, Angreifer, Angreifer. Doppelter Angreifer. Hier ist sogar ein Auflösungskrieg um das Königreich Italien. Sowas. Okay, da hat er sich aber viel getraut gleichzeitig. Macht jetzt zwei große Kriege zur selben Zeit. Das ist natürlich ein Ding, würde ich sagen. Wir verlieren Gold. Das war nicht viel. Eine sehr starke Festung, die hier belagert wird. Und währenddessen wird die Grafschaft von Lienz belagert. Die dauert auch noch 7 Monate laut Berechnung. Nun, wir machen auch immer mehr Einkünfte durch unsere Domänen. Unser Vater ist jetzt auch schon 56 Jahre alt. Hat sich übrigens keine neue Frau genommen, was sich natürlich sehr für ihn spricht irgendwie. Als guter Vater. Ja, und hier Hubert von Hohenzollern muss natürlich irgendwann noch... Ah, er ist jetzt hier ein Reisender, irgendwann seine Grafschaft bekommen. Und das für eine gerechte Sache werden wir das durchsetzen. Ja, wir werden hier diesen Krieg suchen, sollte es soweit kommen. Auch wenn es wieder ein sehr, sehr großer Krieg wird, den wir verlieren können. Hm? Für eine gerechte Sache macht er das. Hildeburg ist mal wieder schwanger. Oha. Auch wieder zahlreiche Kinder. Es wird auch eine größere Erbteilung wieder geben. Aktuell würden beide Söhne wahrscheinlich zwei Grafschaften erhalten. Ja. Schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Nun, hier die Hauptstadt von Innsbruck ist so gut wie belagert. Gehen hier mal weiter nach Süden. Müssten jetzt eigentlich hier dann die Schlacht suchen. Und so gut wie belagert. Religiöse Überzeugungen. Ich hatte einen Einfall, was meine Versuche anbelangt, Dietpold im Einklang mit meinen Interessen zu bringen. Aber wir wollen den ja immer noch beeinflussen, merke ich gerade. Brauchen wir gar nicht mehr. Mit den passenden Argumenten bin ich womöglich in der Lage, ihn davon zu überzeugen, dass ich nicht nur in meinen eigenen Interessen handle, sondern auch im Interesse eines höheren Wesens, der Herr selbst. Okay. Ich glaube, wir sind ja sehr gebildet, ne? Ja, das spricht dafür, dass wir so auf eine Art und Weise regieren. Ich sehe ihn jetzt nicht als religiösen Eiferer, aber auch niemand, der zynisch unterwegs ist und irgendwie den Glauben ablehnt. Ich glaube, ich kann ein sehr überzeugendes Argument vorbringen oder vielleicht sollte ich mich in diplomatischen Nettigkeiten halten. Ja, ich werde das probieren, warum nicht? Wir haben leider ihn nicht überzeugen können. Nun, dann ist dem so, würde ich sagen. Dann ist dem so.
Diese Burg ist gefallen. 100% Kriegsstand. Gucken, ob das so bleibt. Jawohl. Konnten hier diesen Krieg ordentlich durchsetzen. Damit wurde abgesetzt. Immer noch ein mächtiges Bündnis, ich finde. Mit Jülich nach wie vor. Gut, hier konnten wir doch gut helfen. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Ihr seid hier verbündet. Und ihr habt ein Bündnis mit Ratibor von Wilzenland. Dort oben im Norden auch mächtig, finde. Aber auch einbeinig. Inzestiös, Ehebrecher, Mörder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Cousin wurde gefangen genommen. Ja, das war's dann, ne? Das war's dann. Hier hat man jetzt ein Bündnis gefunden. Mit Transjordanien. Innerhalb des Reiches. Aber das wird ihm jetzt nicht weiterhelfen. Ja, guck mal, was damit passiert. Wenn er sterben würde, an wen wird das Erbe denn übergeben eigentlich? An niemanden mehr, ne? Wenn wir in die Erbreihenfolge gucken. Meine Cousine würde erben. So. Cousine würde erben. Und dann käme tatsächlich wir. Er hat hier verloren. Man kann jetzt automatisch hier einen Titel bekommen. Okay. Hat hier die Petra noch. Aber man sieht, dass katholische Reich von Jerusalem fällt immer mehr in sich zusammen. Nun, können wir leider nicht groß helfen. Eine Gemeinde in Not. Dies sind turbulente Zeiten für die Grafschaft von Ulm. Mich erreichen zahlreiche Berichte über die schlechte Lage in der Gegend und die Bauern murmeln schon etwas von alternativen Lösungen. Ich kümmere mich persönlich darum, ich erhöhe als Strafe die Steuern. Also er ist fleißig, er ist fleißig. Und gerecht. Aber auch schüchtern. Will er das denn selber tun? Wir könnten sorgfältige Leitung bekommen, das erhöht die Volkswanderung oder Unruhen unterdrückt, das würde dieses Besitztum Steuern steigen. Ich würde sagen, das würden wir hier auswürfeln. Und ich würfel eine 4. Ich erhöhe als Strafe die Steuern. Ah, er erhöht seinen Schreckenswert hier. Bündel profitiert mal wieder von der guten Erziehung. Sehr schön, wir können unsere Kinder mal angucken. Epe von Hohenzollern ist jetzt auch schon 6 Jahre jung. Könnte man schauen, ob man hier schon eine gute Partie findet für ihn. Aber ich glaube, das kommt noch nicht in Frage. Nee, warten wir mal noch ab. Wir haben eine weitere Tochter bekommen. Berchte. Berchte. Ja, Berchi. von Hohenzollern. So, hier werden wir einmal auswürfeln, welchen Lebensfokus kommt. Mit dem W10. Wo ist nicht der andere? Ich würfel eine 6, das heißt, also oben angefangen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch sie bekommt den Verwaltungsfokus, noch sie braucht einen, ja, Vorzug hier, wie könnten wir den da auswählen, wir könnten unseren Bruder wählen und ihn bitten, sich darum zu kümmern, tja, gibt es denn da jemanden, unseren Bischof könnten wir wählen, Gatte natürlich, wenn die frei ist, dann macht sie das. Hat sie hier, man kann ja immer nur 2 Kinder in die Obhut geben, die direkte, dann ist dem so. Kind wird unterrichtet. Hier den nächsten Krieg, aber wer kämpft denn hier? Italienische Condottieri, okay, interessant. Lombardei kämpft hier den Krieg nach wie vor. Wie lange geht denn noch der Waffenstillstand? Noch 22 Monate. Mir ein bisschen weiterlaufen lassen und dann würde ich sagen, für die gerechte Sache müssen wir hier dann auch eingehen und an und kämpfen. Wir könnten auch mal unseren Bischof hier hinschicken und sagen, hier, versuch doch mal, wenn das geht, um dieses gesamte Herzogtum Curetia zu buhlen. Das wäre doch interessant. Eine neue Innovation wurde entdeckt. Landführung. Ja, wir haben auch welche gerade zum Besuch von unserem Kaiser. Wir können uns das hier einmal anschauen und wir könnten auch Kulturen abzweigen, das brauchen wir erstmal nicht. Landvögte ist im Frühmittelalter, vermute ich. Landvögte. Domänenschwelle plus 1. Wir könnten jetzt 5 Grafschaften halten. Ein König kann nicht überall gleichzeitig sein. Indem wir Landvögte ernennen, um dem Gesetz des Königs überall im Reich durchzusetzen zu verhelfen, können wir ein größeres Gebiet wirkungsvoller regieren, als es uns sonst ansonsten möglich wäre. Ich kann nicht lesen. Unfassbar. Mir leid. Aber es bringt uns auf jeden Fall plus 1 Domänenschwelle. Das ist doch top. Eine gute Angelegenheit. Und auch, das nochmal gesagt, unser Lehnsherr ist übrigens auch Schwabe. Ja? Das lässt uns doch gut von ihm denken. Wer wird denn aktuell Nachfolger? Oh, sie ist gerade verstorben, kann das sein? Oh ja. Oh,
wurde vom Kaiser ermordet. Da guckt man mal gerade nach Regensburg. Da mordet der Kaiser einfach seine Frau. Okay. Okay. Oha. Ja, aktueller Nachfolger nach wie vor hier der König, der sehr mächtige König von Böhmen. War auch schon 58 Jahre alt. Kann sein, dass er das gar nicht durch weiter überleben wird, diese Wahl. Wer wäre denn aktuell auf Platz 2 in der Rangfolge? Herzog Ulderich von Kärnten. Oh, okay. Eine mächtige Person hier. Ich hatte fast überlegt anzugreifen, um hier Freiburg, was natürlich auch schwäbisch ist und hier gehalten wird von auch von den Schwaben, aber das Lehnsherr auch schwäbisch ist. Ah, okay. Ich hätte gewettet, der wäre Bayer oder sowas. Aber nein. Karantanisch gibt's auch noch. Aha. So. Nun gut. Dann lassen wir es weiterlaufen. Meinung wurde verbessert. Wir brauchen jetzt noch hier nicht noch mehr die Meinung verbessern. Aufgeflogene Komplotte. Zwei Dinge sind geschehen. Wir können einen neuen Vorzug wählen und würden hier doch vielleicht liebenswert wählen, insofern, dass er auch hier absolut anerkannt wird von seinen Freunden, von seiner Familie, von seinen Vasallen. Mittlerweile dann vielleicht auch ein wenig mehr. Und wir können ein Dynastievermächtnis wählen. Wir haben hier schon mal Kriegskunst gewählt. Ich glaube, das war noch Friedrich selbst, wo wir das gewählt haben. Wo ist er denn? Hugo? Warte. Sie? Ja, hier. Da ist er doch. Genau, er ist auf Kriegsführung gegangen. Das war sein eigenes Vermächtnis, was er quasi durchsetzen wollte. Wir haben einen Herrscher, der ist schüchtern, gerecht und fleißig. Und hat es hier doch durchaus was erreicht. Kriegskunst sehe ich ihn jetzt nicht so. Er ist nicht der Kriegsführer. Gebräuche. Das könnte durchaus eine Möglichkeit sein. Gesetz, größtenteils gerecht. Das ist doch ziemlich gut. Solide Verwaltung und gerechte Herrschaft in den Augen von Vasallen wie Bauern. Das passt doch, das nehmen wir. Jagd- und Festmahlkosten werden dadurch deutlich günstiger und das Volk mag uns mehr. Danach könnte man treue Magistrate wählen, sollte man das mit ihm noch erreichen. Das würde generell unsere Kontrolle steigern. Das passt doch ziemlich gut. Können wir denn auf die Jagd gehen? Ja, das machen wir doch einfach mal. Und dadurch die Anspannung ein wenig abbauen. Was verringert denn auch den Gesundheitsmalus? Jagd. Sieg über die Bestie. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten. Vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Füchse werden groß, aber so gewaltig? Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauert die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick. Auch tot am Boden vor mir. Lambert ist ebenso von Ehrfurcht ergriffen. So etwas habe ich noch nie gesehen, mein Fürst. Der Kopf wird sich prächtig machen in meiner großen Halle oder ich finde, Lambert hat die Lorbeeren hierfür verdient. Lambert ist ein Ratskämmerer, ein absolut grandioser Mann auf seinem Gebiet. Wir sind schüchtern, aber er jagt hier mit uns. Also schüchtern heißt nach wie vor nicht, dass man nicht interagiert mit Menschen, ich finde. Aber er ist ja mit ihm hier unterwegs, deswegen könnte das durchaus geschehen, dass man das macht. Wir würden ein schwaches Druckmittel bekommen oder eine Jagdtrophäe. Nun, das werden wir doch einmal auswürfeln. Was hier genommen wird. Ich würfel eine 5, deswegen, ich finde, Lambert hat die Lorbeeren hierfür verdient. Verstärken die Meinung zu ihm. Er ist 28 Jahre jung und hatten wir nicht noch in der Theorie eine Schwester, die verheiratet werden müsste? In der Theorie? Nee, sehe ich jetzt erstmal niemanden hier. Da war jemand, aber nee, unsere Töchter nicht. Das wäre Quatsch. Auch so junge Menschen, dann mit so mittlerem Alter. Gab es durchaus im Mittelalter, aber dann waren das Zweckehen. Ne? Hier, Adelheid. Ach ja, sie hat ja Flandern an die Seite geholt, der Schwaben. Die Rückkehr aus der Wildnis. Trotz aller Schwierigkeiten lief die Jagd sehr gut. Wir kehren gestärkt nach Hause zurück. So, gucken wir nochmal drauf. 15 Monate wird es noch dauern. Hier auch übrigens weitere neue Nachbarn. Ich glaube, hier ist ein Herzogtum auseinandergebröselt und ich meine, das war Lothringen, das hier auseinandergefallen ist. Hier ist Westfranken, die Oberlothringen wurde vernichtet. Herzogin Hildeburg, Entschuldigung, ist schon wieder schwanger. Oh ja, hier sind einige, gab es einen Auflösungskrieg offenbar. Siegmund wird erwachsen. Nun, da er erwachsen wird, endet meine Ausbildung von Siegmund. Okay,
Mit der richtigen Anleitung konnte sogar ein Kind wie Siegmund, das kaum natürliches Talent für Verwaltung besitzt, bla 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 bla. Er zeigt ein gründliches Verständnis der Ströme von Geld und Menschen im Reich und erlegt auch eine bemerkenswerte Kreativität beim Umgang mit derlei Dingen an den Tag. Der Beitrag von Herzogin Hildeburg zur Erziehung von Siegmund darf nicht unerwähnt bleiben. Ihre Unterweisung hat das Kind weitergebracht, als ich es allein hätte je schaffen. Wie schnell sie doch Flügge werden. Dadurch bekommt er 18 Verwaltung, das ist enorm viel, wie ich finde. Und befindet sich hier bei uns und hat eine, ja, einen Helm auf, eine Rüstung auf. Er sieht sich hier als Ritter mit 16 Jahren. Auch seine kleinwüchsige Frau, ein Zwerg. Ich weiß nicht, wie ihr Verhältnis zueinander ist, aber das war eine Ehe, die man auch einen Zweck geschmiedet hat auch. Aber sich natürlich hier auch mehr etablieren möchte im Reich. Und die wird man nicht einfach so auflösen. Er wird erwachsen. Sie ist auch erwachsen. Nun könnten wir doch von ihr uns ein wenig Geld einfordern für die Hochzeit. Wir sind ein Herzog und deswegen muss sie uns eigentlich 100 Gold geben dafür. Nun, dann her damit. Damit sind wir doch wieder sehr, sehr gut. Verloben wurde erfüllt, das meinte ich ja natürlich damit. Es wurde automatisch jetzt hier gemacht. Ja, stehen wir da auch finanziell wieder gut da. Der Hof war, glaube ich, auch gut organisiert. Dann habe ich es versehentlich weggeklickt. Pepe profitiert von der Unterweisung des Ehepartners. Sehr schön. So, was ließe ich denn jetzt machen? Oh, erstmal werden wir eingeladen von unserem Bruder zu einem Festmahl an dem Hofe von Fürstenberg. Wird eine grandiose Veranstaltung, die euer ehrbaren Gegenwart würdig ist. Natürlich nehmen wir das an. Als alle Gäste versammeln sich in der großen Halle und Graf Ulrich begrüßt uns alle zu dem Fest, zu dem wir großzügig eingeladen wurden. Okay. Fire Worms. Interessant. Habe ich ihn da nicht dahin geschickt? Oder doch hier? Ja, ich wollte eigentlich einen Anspruch auf das Herzogtum haben. Das ging gar nicht. Gar nicht bemerkt, dass das nicht geht. Nun gut, dann muss ich halt versuchen, auf Sundgau zu machen. Mit ein wenig Glück und genug finanziellen Mitteln kann man nämlich dann den gesamten Herzogtitel beanspruchen. Ein örtlicher Bildhauer sucht einen Gönner. Das hatten wir schon mal, auch mit Friedrich, und er hat eine Statue bekommen, die bisher leider nicht groß verwendet werden konnte. Da haben wir ja noch keinen König und noch keinen Hof haben. Der ist hier noch ausgekraut an der Seite. Ja, er ist ab König oder dem Kaisertum. Wäre das möglich? Ein schwierig aussehender Mann verlangt nach einer Audienz. Mein Name ist Hartwig. Vielleicht seid ihr ja schon meinen wunderschönen Skulpturen auf dem Kruzifixen neben der Straßen eures Reiches begegnet. Ich dachte, ihr könntet vielleicht mein Wohltäter werden. Da mein Name bei euren Untertanen inzwischen durchaus recht berühmt ist, könnt ihr beide von dieser Partnerschaft profitieren. Als Beweis meines guten Willens würde ich eine einzigartige Skulptur von meisterhafter Qualität für euch erschaffen, die ihr überall ausstellen könnt. Wo immer ihr wollt, um der Welt eure immense Frömmigkeit zu zeigen. Hartwig. Tja, er gilt jetzt nicht als so bekannt, ne? Also, dass er Intrigen sehen, das könnte auch eine Falle sein, jetzt rein spieltechnisch betrachtet, ne? Aber das wissen wir natürlich nicht. Aber da kommt eine hässliche Gestalt zu uns in den Raum. Die Sicht von Hartwig lässt vieles zu wünschen übrig. Ist denn auch der gleiche gewesen? Er ist nicht der gleiche, der auch Friedrich eine Skulptur gebaut hat, oder? Ich glaube nicht. So jung dafür, glaube ich. Aber wir sind auch schüchtern. Wollen wir überhaupt, dass die ganze Welt eine Statue von uns sieht? Ich glaube tatsächlich eher nicht, ne? Das machen wir nicht. Mitfühlende Zwistigkeit. Ach, Bürgermeister Philibert von Reutlingen, mal wieder ein einziger Vasall, mit dem wir kein gutes Verhältnis haben. Angerührt durch meine Nöte hat mir Graf Hartmann schon bei vielen Gelegenheiten Rat und Hilfe angeboten, in der Hoffnung, mir die Last meiner Pflichten zu erleichtern. Die Aufmerksamkeit von Hartmann mir gegenüber hat jedoch den Groll von Bürgermeister Philibert geweckt. Hartmann ist nicht zu trauen, das ist nur ein Plan, um euch auszunutzen, mein Fürst. Na, wir sind eher negativ Philibert gegenüber eingestellt. Man wird unser Freund. Ich setze mein Vertrauen nur in jene, die es verdienen, das passt schon ziemlich gut. Können wir drei denn nicht zueinander finden? Ja, wir würden dadurch tatsächlich Diplomatie bekommen und Anspannung verlieren, weil wir gerecht sind. Das ist bei allen hier so echt sein. Ich werde eure Warnung beherzigen, Philibert. Nee, sehe ich nicht. Ich werde das erste oder das zweite nehmen, glaube ich. Weil wir sind diplomatisch unterwegs. Erste oder zweite, das würfel ich aus. Ich würfel ein 2. Damit setze ich mein Vertrauen nur in jene, die es verdienen. Ja. Da
Graf Hartmann von Grüningen nun unser Freund geworden. Tolle Werte auch wieder hier. Er ist auch ein guter Verhandler. Hohenstaufen ist, glaube ich, auch in irgendeiner Art und Weise verwandt. Nee. Hier nicht tatsächlich. Okay. Gräfin Adelheid von Brie. Ja. Könnten wir denn hier eine Vormundschaft anbieten? Könnten wir tun? Könnten wir denn auch für sie eine Heirat engagieren mit einem unserer Söhne? Ah ne, ich möchte sie wählen. Das nicht? Ich muss eine Verlobung machen. Geht nicht. Warte mal. Heirat engagieren. So, ich hätte gerne meinen Sohn Mündel, Pepe und sie selbst. Ja, geht nicht. Könnten inzüchtig sein. Ja, doch irgendwo verwandt. Sag ich doch mit Hohenstaufen. Nun gut. Die Karpfen. Wenn ihr an einen Karpfenteich interessiert seid, kann ich euch einen hervorragenden bauen. Der Baumeister vor mir hat gute Referenzen und meine Höflinge scheinen sehr angetan von dem Gedanken. Ja, warum nicht, ne? Bekommt die Ressourcen, die ihr benötigt. Da gewinnt ihr ganz viel Meinung, findet ein bisschen Gold. Da ist das wirklich das beste Angebot, das ihr mir unterbreiten könnt. Wir könnten versuchen zu verhandeln. Das können wir tun. Ja, warum nicht, ne? Das machen wir doch auch. So, wir haben leider Prestige verloren. Wir sind fehlgeschlagen. Der Baumeister hat uns übers Ohr gehauen. Nun gut. Trost in Worten. Meine Freundin, Gräfin Judith, hat ein neues Werk verfasst und ist bei Hofe das jüngste Tagesgespräch. Es behandelt traurige Gefühle des Verlustes und Judith hat es öffentlich mir gewidmet. Oha, gute Freundschaften, die sich entwickeln. Ja, auch wenn man schüchtern ist, funktioniert sowas. Reue und Reue. Welch grausamer Herr der Zufall doch ist. Ein rascher Blick noch, denn man doch so schnell vergisst. Wenn jemand Großes so tief fällt, alles Leben, alle Pläne, alles Streben ist am Ende verprellt. Bislang habe ich meine Gedanken für mich behalten, doch das Gerede ist zu drängend geworden, als dass ich es noch ignorieren konnte. Warte mal, welch grausamer Herr der Zufall doch ist, ein rascher Blick noch, den man doch schnell vergisst. Wenn jemand Großes so tief fällt, alles Leben, alle Pläne, alles Streben ist am Ende verprellt. Wie soll man das denn interpretieren? Also wir waren doch bisher sehr, sehr erfolgreich, auch wenn wir gerade alt geworden sind, wie ich sehe. Das Gefühl sind wir älter geworden. Aber, bin ja so ein bisschen so, als wären wir erfolglos gewesen. Das würde ich gar nicht sagen. Ich bin mir meiner Gefühle in dieser Sache eher unsicher. Das passt ziemlich gut. Judith, ich sehe, dass dies wahrlich von Herzen kommt. Oder, Gefase. Ich würde sagen, das Erste. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir persönlich auch unsicher. Gedicht wird verspottet. Erinnerung hat sich verändert. Sie mag uns sehr, aber wir sehen nicht ganz so sehr. Und wir können ja mal gucken bei Thema Freunde. Beziehungen. Wir haben zwei Freunde, den Graf Hartmann von Grüningen innerhalb unserer Domäne. Alle anderen sind uns mit uns verwandt. Das ist doch toll. Spricht für einen guten Lehnsherr. Und hier haben wir natürlich nach wie vor dieses Bündnis. Sie ist auch sehr, sehr mächtig mit ihrem Bündnispartnern. Gut, schauen wir nochmal hier drauf. Es sind noch 8 Monate und dann wird hier ein gerechter Krieg geführt. Sollte es umsetzbar sein. Er ist immer noch im Krieg. Und er ist auch 68 Jahre jung. Alt. Guter Verhandler. Hat nach wie vor dieses Bündnis mit der Lombardei, das mächtig ist, ne? Mächtig, mächtig. Meine Töchter, ich habe nochmal Zwillinge bekommen und nochmal 2 Mädchen. Oh Gott, wird das teuer. Mit einem müden und doch glücklichen Lächeln überreicht Hildeburg mir 2 perfekte kleine Mädchen. Wer werdet ihr einst sein, meine Kinder, und wie soll ich euch nennen? Heike und Adela wird hier vorgeschlagen, das nehmen wir doch. Und da werden wir einmal auswürfeln. Adela ist auch von vornherein weg spindeldürr. Die Gliedmaßen von Adela sind lang und die Gelenke an ihnen stechen deutlich hervor. Hat also kaum etwas auf den Rippen und hat vielleicht sowas wie Glasknochen oder so. Wir werden hier einmal ein wenig die Zukunft auswürfeln, wie sie sich entwickeln könnte. Würfel eine 8, das ist der Bildungsfokus. Und die Schwester Heike, auch hier wird gewürfelt, sie ist nicht spindeldürr, obwohl sie die Zwillinge sind, hat sie da etwas anderes Erbgut erhalten. Würfel auch hier und es wird eine 9. Sie geht auf Diplomatie. Nun gut. Möget ihr stark und weise werden. So, bevor ich das vergesse für die nächste Folge. Und auch hier, oh Gott. 8 Kinder haben wir. Wahnsinn. Werden wir hier noch neue Vormünder verteilen. Und zwar in diesem Fall warum nicht mal unseren Bruder hier mal fragen. So. Und ich sehe das so ein bisschen wie ein Patenonkel.
Und auch hier werden wir unseren Bruder fragen. So. Sehr schön. Gut, ich hoffe, du warst wieder mit gut dabei und hier passieren einige interessante Sachen, auch wenn es gerade keine großen Kriege gibt, aber ich glaube, in der nächsten Folge könnte das durchaus wieder passieren, wenn wir darauf schauen, ja, es wird ein knappes Ding und da müssen wir einen richtigen Moment abpassen, dass wir hier einen gerechten Krieg um Zürich und vielleicht später auch in St. Gallen führen können. Das heißt, bis dahin, hau rein und ciao!